Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Minecraft Yashir's Survival. Viel Spaß beim Zuschauen. Dafür muss ich jetzt mal eben ein bisschen Holz produzieren. Ein bisschen Treppe produzieren. So, das sollte ausreichen. So. Genau. So, nächster Versuch für die Flanke. Ja, auch nur fast. Aber auch nur fast. Okay. So, das ist jetzt die Regenrinne, die da rum muss. Von auch noch schließen, so richtig. Die Weise sieht man noch ein bisschen was vom Sockel. Und das Haus, es hat ja mal einen anderen Stil, weißt du? Einfach mal einen anderen Stil. Ein bisschen. Vorne kommt ein Schaufenster rein und hier kommen halt Wände rein. Komplett ringsrum, weil das ein Geschäftsgebäude ist, sage ich jetzt einfach. Ja, so. Wird ein Geschäft. Einfach mal eine Runde schauen. Muss ich noch da hoch und das Dach noch ein bisschen machen. Nehmen wir aufs Dach. So. Also. So. Dach. Okay, dann bauen wir das halt da dran. So, jetzt die Hand hoch. So. Und jetzt geht es hier hoch, einen hoch. Hm.
Gerade am Überlegen, ob das vielleicht Sinn hat. Mit einer Treppe arbeiten. Glaube nicht. Jetzt hier aufsetzen, so. Und dann geht das so ab. So, dann auch. Jetzt geht das Ganze 2 nach oben. Oh. Ich habe das auch weggeschmissen. Mann. Kein Feingefühl, der Kerl. So. 7 auch. Natürlich muss ich diese ganzen Hilfsmittel hier nachher auch noch abreißen wieder. Darf ich nicht feiern, sonst sieht das doof aus. Boah. Hey, ist klar, Mann. Spring doch einfach mal da runter. So, dann nehmen wir das auch weg. In der Ecke geht es dann wieder rum. So! Wieder auf dem Dach. Der Karlsson auf dem Dach. So. Jetzt und wie jetzt? Oh. Also, der muss noch einen höher, der muss da dran. So, da muss hier hinten natürlich noch einer. Ja, sie ja. Noch einer dran. So, einmal runter mit mir. Ja, guck mal. Schaut doch schon mal vernünftig aus. Der Turnier woanders. Jo.
Ist von der Rückseite daneben mal so. Ach, guck mal, da ist noch einer. Tja. Natürlich die perfekte Spawnhöhle hier gebaut, ne? Die Viecher. Schön dunkel. So, jetzt aber. Hier vorne muss ich sagen, was dran. So. Schönes langes Vordach. Kann man hier schön im trockenen Schaufenster gucken. Brauchen wir Glas. Glas für Schaufenster natürlich. So. Das Glas war aber eine Holzdruckplatte, also nehmen wir lieber das Glas, das ist irgendwie gläserner. Als Schaufenster. Das muss ich überlegen. Wollte natürlich auch irgendwie beleuchtet sein, ne? Arbeite ich damit los unten, also da muss ich noch mal schauen. Auf jeden Fall als Boden nehme ich ganz normale Holz, Fichtenoptik, genau. Dann habe ich sogar noch Akazien. Könnte Akazienholz Bretter als ganz normalen Boden nehmen. Das wäre vielleicht mal eine Idee. Zweimal. Das sollte reichen. Und dann nehmen wir noch Fichte mit. Holz Brett. Eine Tür wäre super. In die Tür hingepackt. Ich glaube, die ist in der anderen Truhe. Da aber sowas von. So. Nehmen wir noch eine zweite Tür. Und hieraus hätte ich gerne die Rüstungsständer. Den Rüstung, ich habe einen mitgenommen. Ah, okay. Aber ich brauche ja auch eine Rüstung, also passt das. Wobei. Nö. Brauche ich eigentlich nicht. Auch einen Rahmen. Wo habe ich denn die Rahmen? Irgendwo hatte ich doch auch diese schönen Lederrahmen. Ich glaube, die habe ich auch nicht weggebracht. Die müsste ich noch hier haben. Doch.
habe ich leider weggebracht. Egal. Jetzt bauen wir erstmal hier eine Tür ein. Links schließend, links ich. Noch einmal Glas für oben drüber. Spinnennetz wollte ich da auch noch verbauen. Natürlich. Zack. Guck mal. Spinnennetz. Wollte ich doch da oben eins hinhauen. Da in die Ecke. So, zack. Da eins. Oben eins. Ist cool. Noch eins. Vielleicht da beim Wald noch eins hängen? Jo. Und da oben beim Wald hänge ich auch noch eins. Hier in der Barecke da oben kommt auch noch eins hin. So. Fertig. Ein paar schöne heimelige Spinnennetze. Ich das ganze Glas mitgenommen. Ich brauchte nur ein einziges Stück davon. Ja. So, hier kommt schon mal die Glasfront hin. So, da haben wir die Glasscheibe. Jetzt brauchen wir Platz. Fichtenholz. Oh mein Gott. Fichtenholz. Wir kommen jetzt Fichtenholzbretter rein. Der ist zu. Und hier hinten machen wir dasselbe. So. Jetzt oben noch zumachen und hier kommt dann die Tür rein. Um dort hineinzukommen, ne? Danke fürs Zuschauen. Wenn euch der Stream gefallen hat, lasst mir doch ein Follow da und ein Like für die YouTube-Videos und ein Abo für den Kanal. Bis dann, macht's gut. Bye, bye.